mal. Ich gehe mit der 15 Jan-Uwe Ibelig. Seid euch dessen bewusst, wer wir sind. Wir sind die Spitzenmannschaft der. Und feiert euch! Feiert euch für jeden verdammten Ball, Männer, das pusht! Unser Ball! Kommen als erstes vom Lüneburger SK und zwar nach 10 Sekunden gibt es hier diesen Fehler und dann die Möglichkeit über Marian Kunze und der sucht Jonas Seidel. Der kann sich aber nicht richtig positionieren. Auf Freistoß, das sind 25 Meter und das ist Hübner ganz höchstpersönlich. Und Pavlov da hinten drin, spektakulär. Wir schauen noch mal drauf aus anderer Perspektive, denn die Sonne, die stand ihm mitten im Gesicht. Und da macht er es hinten raus, spektakulär, gute. Freistoß nochmal von Hübner mit dem Grinsen, mit einer Idee. Hübner, aber Pavlov geht hier auf Nummer ganz sicher. Thank you.
nicht absolut. Dieses Ding, kann ich das? Ja, Johnny Wiesewe. Ja, Versuch!
Marian Kunze jetzt seinen Ball verwandelt. Aber da kommt Pavlov aus dem Tor und dann gibt es das eine oder andere Psychospielchen. Ja, sogar einen Kuss auf den Ball. Der Schiedsrichter lässt alles laufen. Wir schauen mal, ob es was bringt. Kunze, es bringt was. Auch Kunze behält nicht die... Und dann das Duell Tomek Power gegen Pavlov. Pavlov hat die Ecke. Pavlov hat den Ball hier. Wir schauen noch mal drauf. Der war gut geschossen, aber Pavlov taucht da nach links ab und holt es unten rein da. Ja, und dann geht er zu Pavlov und sagt, der Nächste, der kann ganz entscheidend sein. Das ist Bo Weishaupt für den Lüneburger SK mit ganz kleinen Schritten. Bo Weishaupt! Und der haut das Ding über den Kasten. Und damit ist es aus. Und damit ist es klar. Der TuS Hasefels ist Krombacher Bezirkspokalsieger 2023-2024. Im Elfmeterschießen haben sie es dann klar gemacht. Der Platzsturm von den eigenen Fans hier. Große Jubelszenen hier. Ja, und auch wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch an den TuS Hasefeld hier zu diesem Pokalsieg.